Man unterscheidet in der Kartografie zwischen topografischen und thematischen Karten. Auf topografischen Karten wird die Realität möglichst genau abgebildet. Es werden das Gelände, das Gewässernetz, das Verkehrsnetz und die administrativen Grenzen dargestellt. Im Fokus der thematischen Karte steht ein bestimmtes Thema. Eine thematische Karte basiert meist auf einer topografischen Karte. Deren Inhalt ist jedoch stark zurückgenommen. Nur die Informationen, die für das Thema der Karte oder die Orientierung wichtig sind, werden abgebildet. Wie diese Informationen nun tatsächlich in einer Karte visualisiert werden, erfahrt ihr im Folgenden. Eine punkthafte Information kennzeichnet sich dadurch, dass ihre Lage immer über ein Koordinatenpaar bezeichnet werden kann. Solch eine Information wird lagetreu dargestellt. Der Standort einer Windkraftanlage kann durch ein Koordinatenpaar ausgedrückt werden. Da es sich in diesem Fall um eine qualitative Information handelt, kann diese in der Karte durch eine Signatur visualisiert werden. Quantitative Informationen können durch Diagramme dargestellt werden. Möchte man den Ertrag einer Windkraftanlage abbilden, so kann man dies durch ein Balkendiagramm tun. In einer thematischen Karte können auch linienhafte Informationen dargestellt werden. Eine linienhafte Information ist das Bahnstreckennetz von Deutschland. Dieses hat einen qualitativen Charakter. Aber auch Objekte mit quantitativem Sachbezug, wie die Anzahl an Flugreisenden, können linienbezogen dargestellt werden. Dazu muss die Linienbreite, je nach Zahlenwert, dünner oder dicker ausfallen. Auch bei flächenhaften Informationen erfolgt die Darstellung in einer thematischen Karte abhängig vom Charakter der jeweiligen Information. Möchte man die Bundesländer Deutschlands in einer Karte visualisieren, so verwendet man dazu unterschiedliche Farben. Es handelt sich um qualitative Werte. Bei quantitativen Werten, die sich direkt auf die Fläche beziehen, setzt man unterschiedliche Helligkeitswerte ein. Das ist bei der Bevölkerungsdichte der Fall. An der Einheit Personen pro Quadratkilometer kann man sofort erkennen, dass es sich um einen relativen Wert handelt, der abhängig von der Fläche ist. Möchte man nun aber die genaue Anzahl der Einwohner für ein Bundesland, zum Beispiel 1 Million, darstellen, so dürfen dazu keine Helligkeitswerte eingesetzt werden. In diesem Fall verwendet man Diagramme, die auf der jeweiligen Fläche platziert werden. Dadurch kann man die absolute Anzahl an Einwohnern direkt miteinander vergleichen.